Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe vom Smack Magazin. In der heutigen Sendung stellen wir ein spannendes Projekt vor, das schon von vielen Schulen in Baden-Württemberg verwendet wird. Aber zuerst schauen wir uns mal an, was mit der Technik in den letzten paar Jahrzehnten alles passiert ist. Das ist Familie Müller. Micha ist 13 und seine kleine Schwester Lea ist 5. Mama und Papa Müller freuen sich, dass ihre Kinder sich für so viele Dinge interessieren, sind aber auch ein bisschen unsicher, wie viel Zugang zu Medien sie haben sollten. Opa und Oma Müller sind schon über 70, aber noch ganz fit. Was Micha und sogar schon Lea da immer so an ihren Handys machen, verstehen sie nicht ganz. Aber sind froh, dass Micha ihnen helfen kann, wenn sie sich neue E-Books runterladen oder online einkaufen wollen. Als Oma und Opa klein waren, hatten sie noch kein Handy. Wenn man früher mit Leuten, die weiter weg wohnten, in Kontakt bleiben wollte, musste man eben Briefe schreiben, da es keine Möglichkeiten wie WhatsApp, Twitter, Instagram oder sonst noch gab. Micha und Lea haben schon eine ganze Menge an Medien kennengelernt. Smartphone, Fernseher, E-Books, MP3-Player, Laptop, Tablets und so weiter. Toll, was man da alles machen kann. Aber darf man alles, was geht? Mama und Papa Müller sind da manchmal nicht so sicher, denn sie haben schon von Abmahnwellen wegen illegaler Downloads und Streaming-Aktivitäten gehört. Und auch Oma und Opa machen sich Sorgen, ob ihnen nicht jemand das Konto leerräumt, wenn sie nun Online-Banking machen und ihre Zugangsdaten auf dem Handy gespeichert sind. Deshalb ist die ganze Familie sehr froh, dass Michas Schule nun Smap anbietet. So erfährt Micha, wie er sich im Netz sicher bewegen kann, was er darf und was nicht, ohne unnötige Risiken einzugehen und damit weiterhin das Vertrauen seiner Eltern erhält, weiterhin sein Smartphone und den Laptop nutzen zu dürfen. Wie Sie sehen, werden die Medien also in vielen Schulen immer wichtiger. Sie werden immer mehr eingebaut in den Unterricht, aber auch immer mehr thematisiert. Eine tolle Idee dabei ist, dass zum Beispiel Schüler anderen Schülern etwas erklären. Dieses Prinzip nennt man Peer-to-Peer-Prinzip. Das Landesmedienzentrum in Baden-Württemberg, das bietet genau solchen Schülern, die was erklären möchten, aber auch sowas lernen möchten, genau diese Chance. Und zwar genau so funktioniert dieses genannte SMAP-Prinzip. SMAP. Das Schülermedien-Mentoren-Programm. Es gibt zwei Arten von Smappern. Die Classic-Smapper und die Jugendmedienschutz-Smapper. Das 40-stündige Modul SMAP Classic befasst sich mit den Themen Video und Audio, Erstellen von Trickfilmen und Präsentationen, Fotografie und Bildbearbeitung, Programmierung und mit der Frage, welche legalen Programme eignen sich. Das 20-stündige Modul SMAP Jugendmedienschutz befasst sich mit den Themen Datenschutz und Urheberrecht, Kommunikation und soziale Netzwerke, Cybermobbing, Smartphone und Apps sowie Extremismus im Netz. Smapper können ihr Wissen weitergeben in Workshops, in AGs und indem sie Lehrkräfte unterstützen. Im SMAP-Jugendmedienschutzkurs lernen die Schüler eine Menge über die sichere Verwendung von Medien. Wir bieten zum Beispiel auch einen SMAP-Klassik-Kurs an, in dem tun die Schüler ganz viele praktische Dinge und hier zeigen wir ihnen einige Beispiele. Thank you.
warum Ihre Schule das MET-Programm anbieten sollte, das haben unsere zwei Reporterinnen Lynn und Sarah für Sie herausgefunden. Wenn die Smapper zu uns gekommen sind, fand ich ihre Vorträge so interessant, dass ich das unbedingt auch machen wollte. Deshalb habe ich mich als Smapper bei unseren Lehrern beworben und wurde auch glücklicherweise genommen. Es ist einfach schön, wenn man mit den Lehrern mal Rolle tauscht und den Lehrern auch was beibringen kann und den Lehrern auch ein bisschen helfen kann im Unterricht. Smap hat mir Folgendes gebracht. Ich kenne jetzt viele verschiedene Filmarten und kann mit Bearbeitungsprogrammen tolle Filme erstellen und kenne jetzt halt auch eben die wichtigen Materialien, die ich dazu benutzen muss. Man lernt einfach viele nette neue Leute kennen. Und das Gemeinschaftsgefühl stärkt sich. Das ist zum Beispiel toll, zusammen Projekte zu machen und dann ein tolles Ergebnis zu haben. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, auch am SMAP-Programm teilzunehmen, dann finden Sie hier einige Informationen. Ansonsten sehen wir uns dann auch bald im nächsten SMAP-Kurs.